Der Hund hat dadurch natürlich keine Schmerzen. Es ist nur sehr anstrengend für den Hund immer zu stehen. Manche Hunde liegen auch gerne, wie jetzt meine kleine Aruna. Das kann ich alles im Liegen bei ihr machen. Ist natürlich angenehmer für einen Hund, wenn man das von Welpe an antrainiert. Aber wie man sieht, jetzt habe ich hier ein recht angenehmes Bein. Und jetzt fange ich an, den Übergang von Bein über Po hinzukriegen. Und wie mache ich das am besten? Ich persönlich nehme da sehr gerne die Schermaschine, denn ich möchte auch nicht unbedingt, dass man mir irgendwo rumzuppelt. Und es gibt natürlich viele, die zuppeln rum, aber ich mag das nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach ganz schlicht und einfach die Schermaschine. Ich habe jetzt hier ein Catblatt. Weiß nicht, ob man es sehen kann. 7 fein, C. Für Katzen eigentlich, aber für einen Erdel auch sehr geeignet. Ist von Andis. Und das Ding sieht jetzt nur so aus, weil es schon beim Schleifen war, schon mehrmals. Und es blättert ein bisschen ab, aber das ist kein Thema. Das ist nur Farbe, also nicht schlimm. Und dann fange ich an. Guck natürlich, dass vorher der Puppes noch ein bisschen sauber ist. Und mach dann nur diesen Bereich hier sauber, also rund um die Schnecke und ums Poloch. Und den Rest, den trimme ich und gleiche ihn dann auch nachher an. Da habe ich auch noch was hängen, aber nicht schlimm. Das schneiden wir raus. Das ist eben der Nachteil, wenn der Hund so viel Fell am After hat. Da bleibt gerne was dran hängen, deswegen schneiden wir hier auch gerne ein bisschen vorher frei, weil das Scherblatt würde es zwar schaffen, aber wird schneller stumpf. So, und dann fange ich an. Eigentlich kennt der Hund. Ich arbeite jetzt auch vom Poloch immer so, wie die Struktur ist von hier nach außen und von hier nachher so nach außen, also so wie es sich anbietet von der Struktur vom Fell. Wie man sieht, nehme ich hier oben etwas leicht weg, damit ich sehe, wie die Struktur läuft. Prima. Und dann hier von unten nach oben. Das Stopfen.